Hallo liebe Zuseherinnen und Zuseher, mit einem herzlichen Willkommensgruß starten wir in die aktuelle Ausgabe des Wochenmagazins Panorama bei MEMA.tv. Wie gewohnt haben wir auch diesmal wieder alle relevanten Nachrichten, Hintergründe und Neuigkeiten aus der Region für Sie im Gepäck. Von lokalen Ereignissen bis hin zu Tipps und Terminen. Unser Panorama-Team versorgt Sie mit allen wichtigen Informationen in dieser Woche. Und das sind unsere Beiträge. Omas for Future. Die Saya Heldenzirkus. ÖGK initiiert Gesundheitszentrum in Kindberg. Rheinis CBD-Oase in Kindberg. Businesslauf in Bruck an der Mur. Klima geht auf der Brunnalm. Und natürlich wie immer in unserem Programm Fußball. Krieglach gegen Stanz. Omas for Future ist eine Gruppe von Menschen, die sich mutig und beherzt für den Erhalt unserer schönen Erde einsetzt und sich gegenseitig unterstützen. Auf dem Weg nach Wien machten sie auch Stopp in Kapfenberg. Omas und Opas for Future klingelten fürs Klima in Kapfenberg. Eine ungewöhnliche Radstaffel machte diese Woche in Kapfenberg Station. Seit Montag sind 10 Aktivistinnen und Aktivisten der Bewegung Omas for Future mit dem Fahrrad auf einer Tour von Leibnitz nach Wien unterwegs. Unter dem Motto Klingeln fürs Klima wollen sie zur großen Klimakundgebung am Freitag in der Hauptstadt präsent sein. Also wir treffen uns mit hoffentlich ganz vielen Gleichgesinnten am Freitag, den 17. um 9 Uhr am Christian-Broder-Platz, versammeln uns dort und gehen dann gemeinsam durch die Fußgängerzone, durch die Maria-Hilfer-Straße, hoffentlich zum Parlament. Dort wird es eine große Demo-Veranstaltung geben. Wir werden dort unser Manifest auch präsentieren. Verkehrsministerin Gewessler hat zugesagt, dass sie das entgegennimmt. Und wir werden auch tolle Gastredner und eine Gastrednerin haben. Also die Helga Kromp-Komp wird kommen, der Herr Knoflacher, der Klimajäger Andreas Jäger und ein ganz toller Psychologe, der Thomas Brudermann. Also wird eine ganz tolle Veranstaltung werden. Kurz beschrieben, was beinhaltet das Manifest? Ja, in dem Manifest sind ganz viele Punkte drinnen. Wir wünschen uns zum Beispiel einen weiteren Ausbau des öffentlichen Verkehrs, auch am Land, dass es vielleicht einheitliche Tarife gibt, die ländliche Bevölkerung nicht vergessen wird, dass die Infrastruktur auch erhalten wird am Land, dass die Leute nicht so weite Wege haben. Wir wünschen uns verkehrsberuhigte, schattige Zonen, sichere Radwege, beschattete und Fußgängerwege, dass nicht immer das Auto an erster Stelle steht und dann vielleicht auch einmal der dritte, wenn man sich die Verkehrsflächen teilt. Was uns ein ganz wichtiger Punkt ist, ist der Flugverkehr. Da muss unbedingt gespart werden. Die machen so viel CO2-Emissionen. Also wir wünschen uns, da fliegt gerade eins. Wir wünschen uns weniger Kurzstreckenflüge und dafür eine Kerosinsteuer. Und ein sehr wichtiger Punkt ist auch für uns kein weiterer umweltschädlicher Straßenbau. Denn wer Straßen sät, wird Verkehr ernten. Je mehr Straßen, desto mehr Verkehr. Also wir sind auch gegen einen weiteren Ausbau der A9. Und vielleicht einer der wichtigsten Punkte, mit dem man sehr viel erreichen kann, sind für uns die Idealmaße. Wir sind nicht bei uns 90, 60, 90, sondern 30, 80, 100, nämlich km/h auf Österreichstraßen. Damit kann man sehr viel erreichen. Ab 1. Juli können ja die Gemeinden, haben selber größere Möglichkeiten, 30er-Zonen einzuführen. Und 100 km/h statt 130 bringt weniger Verkehrstote, weniger CO2-Emissionen, weniger Stress, weniger Stau, weniger Verkehrstote, bessere Luft, ja, nur Vorteile. Am Dienstag, den 14. Mai um 11.45 Uhr wurden die Radrunden am Hauptplatz in Kapfenberg erwartet. Hier überreichten sie Vizebürgermeister Matthäus Bachanek ein Manifest, das politische Entscheidungsträger zum entschiedenen Einsatz für eine klimafreundliche Mobilität auffordert. Großteils arbeiten wir ja eh schon dran. Also wir haben unser Radverkehrskonzept, das jetzt der erste Teil in der nächsten Gemeinderatssitzung beschlossen wird. Wir machen viele Dinge, wo es schon in Richtung Nachhaltigkeit geht. Und bei jeder Beschluss wird auf Nachhaltigkeit bei uns überprüft. Das ist unser ganz wichtiges Thema. Und das ist eine sehr charmante Art und Weise, wie man nur mehr auf das Thema hingewiesen wird. Und von dem her ist es ein toller Termin heute. Was ist CAM? Die CAM ist die Klima- und Energiemodellregion. Wir versuchen, Energie einzusparen, Treibhausgase zu senken, damit wir eine lebenswerte Zukunft uns erhalten können.
Was sind so die Projekte in der Region dafür? Wir sind ja drei Gemeinden, die sich da gemeinsam engagieren, das Kapfenbergbruck und Dragös St. Katharein. Wir haben einen ganz großen Radschwerpunkt, wo wir zum Beispiel gemeinsam den Radweg zum Grünen See angeschaut haben, welche Optimierungen man da vornehmen kann. Wir haben das für ganz Österreich Eltern-Kind-Radkurse erfunden. Die sind sehr gut angenommen worden. Wir haben da waren in neuen Städten und Gemeinden unterwegs. Für Kapfenberg selber machen wir jetzt in naher Zukunft am 13. Juni ein Nachhaltig-Wirtschaften-Gespräch, um auch die Unternehmen mitzunehmen auf unserem Weg Richtung Klimaschutz. Und wo ich sehr herzlich einladen möchte, es wird am 31. Mai und am 1. Juni ein Klimakabarett geben. Am 31. Mai darf ich recht herzlich einladen ins Dachbodentheater in Bruck an der Mur und am 1. Juni ins Einkaufszentrum am Europaplatz, ins ECE, die uns auch immer, muss ich sagen, sehr unterstützen, wenn es darum geht, Klimaschutzmaßnahmen zu kommunizieren. Frau Schwender, Sie haben ja heute bei der Anreise nach Kapfenberg schon ein tolles Erlebnis gehabt, oder? Genau, ja. Also mein Akku hat heute Morgen ausgesetzt und den Motor meines E-Bikes nicht mehr erfasst. Also ich habe keine Unterstützung mehr gehabt. Ja, und dann haben wir überlegt, was machen wir? Wir haben einen Radladen gesucht im Internet und haben dann in Bruck an der Mur die Firma Trekbike gefunden und die hat mich so super unterstützt, das kann ich gar nicht sagen. Ich habe einen Leihakku bekommen, darf mit dem die ganze Tour fahren und wir haben verabredet, dass sie sich um meinen defekten Akku kümmern. Der wird jetzt zu Bosch geschickt, dass man da schaut, was jetzt die Ursache ist, warum der den Motor nicht mehr antreibt. Und ja, und dann darf ich ihn nächste Woche wieder zurückbringen. Also ein großes Dankeschön. Wir sind ganz glücklich, sonst hätte ich leider nicht mehr mitfahren können. Nach der Übergabe des Manifests und einer kleinen Jause am Hauptplatz schwangen sich die Aktivisten und Aktivistinnen wieder auf den Sattel und setzten ihre Tour in Richtung Bundeshauptstadt fort. Melissa Naschenweng spielt am 3.7.2024 in der Stadthalle Kapfenberg. Desire Dietrink präsentierte bei einer Pressekonferenz mit dem Heldenzirkus ein großartiges Projekt. Der Heldenzirkus, eine Charity-Veranstaltung von Desire, gemeinsam mit Melissa Naschenweng. Ein besonderer Event in der Stadthalle Kapfenberg am 3. Juli 2024. Warum steckt da eine Getränkefirma Desire hinter diesem Projekt? Also eigentlich geht die Geschichte schon weit vor in meine Kindheit eigentlich, weil sehr früh, wie gesagt, mein kleiner Bruder, Vater, Mutter, bis mit 30 an Herz, also die mal ein bisschen an Herzfehlerkopf verloren habe. Und ich habe damals in der Kindheit schon mir versprochen, dass ich meine Lebenszeit einsetze für herzkranke und bedürftige behinderte Kinder. Und habe das damals im Kopf irgendwie so gebastelt. Das Leben ist irgendwie so weitergegangen. Ich war Maschinenschlosser, habe noch ein Design erfunden und denke, okay, es wäre vielleicht ein cooles Ding, wo man langfristig, jahrzehntelang auch wieder nochmal spenden kann. Dann ist dieser Design Heartbeat Run in Lorenzen entstanden, wo wir schon über 50.000 Euro in 2 Jahren gesammelt haben. Und dann, wie gesagt, ist mir im Kopf gedacht, okay, Musik und so weiter. Und dann habe ich Melissa angerufen und habe ihr für die Idee erzählt. Sie kennt meine Lebensgeschichte auch. Und wollte natürlich mit einer Idee zu ihr kommen. Sie hat noch eine weitere Idee gehabt, hat noch extrem das weiter gesponnen und hat gesagt, was, das machen wir. Und daraus entstand der Heldenzirkus, ein Kinder-Charity-Event, natürlich aber für die ganze Familie, für Erwachsene auch, Oma, Opa, am 3. Juli. Und fängt um 7.15 Uhr an, ist ein Rahmenprogramm für Erwachsene, Kinderschminken, alles ein Rahmenprogramm. Und um 18.30 Uhr spielt die Melissa. Melissa Naschenwenk aus dem Kärntner Lesachtal, seit 4 Jahren sehr erfolgreich. Das Chartalbum Wirbelwind hat die Goldgrenze überschritten, sagt am besten selbst, warum diese Veranstaltung für sie so wichtig ist. Ja, es sind momentan auffällig viele Kinder bei meinen Konzerten und ich habe eigentlich schon immer im Kopf gehabt, dass ich einmal eine Sache für den guten Zweck mache. Und bis zum Bernhard jetzt war eigentlich noch nie die Möglichkeit dazu. Jetzt ist der mit einem ganzen Konzept auf mich zugekommen und hat gesagt, machen wir einen Heldenzirkus, spielen wir mal ein bisschen früher, weil es sind ja auch viele Kinder, die teilweise noch
fast um Mitternacht vor der Bühne stehen und einfach nicht heimgehen wollen. Und jetzt spielen wir da um 18.30 Uhr. Es ist für mich persönlich ein echt großes Anliegen, dass ich einmal was zurückgebe. Mir geht es eigentlich so gut im Leben und in die Kleinsten was zurückgeben ist natürlich ein besonderes Highlight für mich, muss ich echt sagen. Also ich freue mich riesig auf den Termin und ich hoffe, dass ganz viele Menschen da kommen, dass Familien da sind, von klein bis groß. Es ist ja ein Rahmenprogramm, was es eigentlich, glaube ich, so noch nie gegeben hat beim Charity-Konzert. Es heißt ja nicht nur Charity-Kinderkonzert, sondern es ist ja ein Heldenzirkus. Und ihr dürft euch echt auf ein ganz cooles Programm freuen und meine Band und ich, wir freuen uns riesig drauf. Die Stadthalle Kapfenberg fasst ca. 5000 Besucher. Ja, ganz, ganz eine tolle Geschichte. Charity-Event, wir stellen die Halle sehr, sehr, sehr gern einfach gratis zur Verfügung, weil der Reinerlös einfach für den Kindern zugutekommt. Von dem her wieder eine große Sache für Kapfenberg und wieder Halle für alle. Prinzipiell wird die Bühne im Norden aufgebaut werden und rundherum gibt es für die ganz Kleinen, wenn wir ganz vorne einen eigenen Bereich machen, auch für die Eltern, eine eigene Chillout-Zone. Das heißt, die sind sehr, sehr gut sozusagen aufgehoben. Und ja, rundherum wird es ganz, ganz coole Geschichten geben. Es wird sicher was für Bike geben, so mal so zum Zuschauen. Vielleicht auch Clowns und Zauberer. Also für die Kleinen sicher ein ganz ein großes Abenteuer. Also Tickets gibt es auf der Desire-Homepage, aber auch auf öltickets.com. Und auch es gibt eigene regionale Stellen, die auf der Desire-Homepage umstehen. Aber ja, Tickets kann man sich definitiv auf Ölticket auch besorgen. Also nicht vergessen, Desire im Heldenzirkus mit Melissa Naschenwenk am 3. Juli 2024, Stadthalle Kapfenberg. Gastgeberin werden und genießen. Als Gastgeberin für eine Kettenpflicht-Schmuckparty profitieren Sie doppelt. Genießen Sie schöne Stunden mit Ihrer Familie, Freundinnen oder Kolleginnen in entspannter Atmosphäre und erhalten Sie 10% des gesamten Umsatzes in Form von Schmuck aus der aktuellen Kollektion. Bei Durchführung einer Schmuckparty schenken wir Ihnen zusätzlich ein besonderes Schmuckstück im Wert von 39 Euro. Oder werde Schmuckberaterin. Mach deine Leidenschaft für Schmuck zum Beruf. Remember your dreams. Werde deine eigene Chefin. Starte dein eigenes funkelndes Business. Wir unterstützen dich. Verstärkung gesucht. Werden Sie Teil unseres Teams an der OMV-Tankstelle in Schwöbing? Langenwang. Jetzt bewerben. Die lange Suche nach Kassenärztinnen und Ärzten in Kindberg endet. Die österreichische Gesundheitskasse setzt ein eigenes Gesundheitszentrum um. Damit wird die medizinische Versorgung vor Ort gesichert. Kindberg, die Stadt mit Herz, hat den Zunftbaum als Wahrzeichen. Viele Arbeitsmöglichkeiten, Freizeitangebote und fast 9000 Einwohner. Daher ist auch das Gesundheitssystem ein wesentlicher Faktor, der mit heutigem Datum, 15. Mai 2024,
im Rahmen eines Pressegesprächs mit einer sehr interessanten Information aufhorchen lässt. Die Überschrift lautet: ÖGK Steiermark initiiert Gesundheitszentrum Kindberg zur Stärkung der Primärversorgung. Für den Bürgermeister von Kindberg natürlich sehr, sehr spannend, dass die ÖGK sich entschieden hat, hier in Kindberg ein Gesundheitszentrum zu betreiben. Das ist etwas Neuartiges, das ist jetzt auch nur für Kindberg vorgesehen, aber es ist für mich als Bürgermeister, macht mir das stolz, dass man da dahinter steht seitens der ÖGK. Es gibt ja eine ÖGK-Stelle in Kindberg, aber das Zentrum sollte dann die Erweiterung erfahren, indem das Allgemeinmediziner dazukommen, mindestens 2 Vollzeit-Äquivalente zum Start und dann vielleicht noch Ausbau, vielleicht der Kinderarzt dazu, vielleicht dann noch den ein oder anderen Therapeuten dazu, aber so kann das wachsen. Und die Möglichkeit hier in Kindberg ist ja über das Volkshaus, wo ja die ÖGK bereits drinnen ist mit dem physikalischen Ambulatorium, auf jeden Fall mal gegeben, wobei es noch weitere 2 Standorte gibt, die auch zur Auswahl stehen. Die ÖGK Steiermark übernimmt als Träger eine zentrale Rolle. Der Grund dafür ist die Versorgungslage. Es braucht neue Lösungen. Die ÖGK hat sich entschlossen, in Kindberg erstmalig, und das gilt für ganz Österreich, ein Primärversorgungszentrum selbst als Ambulatorium, als eigene Einrichtung zu betreiben. Was ja so ein Primärversorgungszentrum üblicherweise von 2 oder 3 Ärzten und Ärzten, die selbstständig ein Unternehmen leiten, mit zusätzlichem medizinischen Angebot, physikalische Therapie, Psychotherapie, Angebote für ältere Menschen betreibt, wollen wir erstmalig das selbst als eigene Einrichtung hier machen. Der Grund dafür ist ganz einfach, wir haben Probleme, Vertragspartner zu finden, und wir wollen unserem Versorgungsauftrag in der Region nachkommen, und wenn es da mit den klassischen Methoden nicht geht, müssen wir einfach bereit sein, neue Wege zu beschreiten, und das ist so ein neuer Weg. Auch die steirische Politik befürwortet bzw. fördert dieses Vorhaben. Ich glaube, wir müssen neue Wege gehen, und da sind diese Gesundheitszentren, Primärversorgungszentren, wo mehrere Ärztinnen und Ärzte gemeinsam für die Gesundheitsversorgung in der Steiermark tätig sind, ein ganz toller neuer Weg. Und ich bin sehr froh, dass es uns jetzt auch gelungen ist, gemeinsam mit der österreichischen Gesundheitskasse, gemeinsam mit der Gemeinde dieses Primärversorgungszentrum jetzt einmal in Kindberg zu initiieren. Was noch fehlt, ist Ärztinnen und Ärzte, die hier auch tätig sein wollen. Bin aber guten Mutes, dass uns das gelingen wird. Es gibt bereits derartige Einrichtungen, die sehr positiv bewertet werden. Ja, wir haben in der Steiermark jetzt 14 Gesundheitszentren bereits in Aktion, wollen ausbauen bis zu 30 im nächsten Jahr. Und ich war jetzt auch in der Steiermark in vielen dieser Gesundheitszentren bereits unterwegs. Ich muss sagen, die Rückmeldung sowohl der Patientinnen und Patienten, was Öffnungszeiten, Erreichbarkeit und dergleichen betrifft, sind positiv. Aber auch die Ärztinnen und Ärzte, die in diesen Zentren tätig sind, geben durchwegs positive Rückmeldung. Und so hoffe ich, dass das auch einen gewissen Werbeeffekt hat für andere Zentren, dass sich Ärztinnen und Ärzte bewerben, hier mitzutun. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, frage ich nochmal nach. Es geht in diesem Zentrum nicht um Fachärzte. Richtig, das ist allgemeinmedizinisch ein Hausarzt, ein Praktiker, beziehungsweise 2 Praktiker ist hier vorgesehen für 2 Vollzeitäquivalente, aber ergänzt durch medizinisches Fachpersonal, beispielsweise physikalische Therapien, Psychotherapien, Ergotherapien sind möglich, gewisse Angebote für Familien, Beratungsangebote, vielleicht auch etwas in Richtung Sozialangebote, wenn wir schauen, dass wir mit der Gemeinde, Sozialberatung mit der Gemeinde gemeinsam vielleicht etwas machen können. Und dieser Mix, dieser Fächermix führt dazu, dass es zu wesentlich mehr abgeschlossenen Behandlungen kommen und die Menschen weniger oft dann zu einem Facharzt müssen oder in eine Spitalsambulanz müssen. Der Plan ist längstens 1 Jahr bis zur Verwirklichung, und Kindbergs Bürgermeister Christian Sander ist optimistisch. Ja, Ärzte sind eingeladen. Wenn Sie allgemeinen Mediziner sind, kommen Sie nach Kindberg. Wir sind eine wachsende Region. Bei uns stellt sich die Umwelt sehr, sehr positiv dar. Links und rechts, wenn man rausgeht, ist grüne Wiese und gibt es Berge. Und ich glaube, wir sind auch zukünftig gut aufgestellt. Es findet einiges in unserer Region statt. Wenn man denkt, dass in ein paar Jahren der Semmering-Basistunnel fertig ist, dann ist man von Kindberg aus unter einer Stunde mit dem Zug in Wien. In Graz ist man sowieso in 45 Minuten. Also wir werden schon langsam immer mehr ein Zentrum. Also herzliche Einladung an alle.
alle Allgemeinmediziner nach Kimberg zu kommen. Kontakt über die ÖGK oder direkt bei mir. Ich habe auf jeden Fall für jeden, der will, gerne sofort Zeit. Reinhard Kindberger hat in der Hauptstraße 39 in Kindberg die Rheinis-CBD-Oase eröffnet. Angeregt durch seine eigenen positiven Erfahrungen mit CBD-Produkten, entschloss er sich, ein eigenes Geschäft zu gründen, um diese wohltuenden Erzeugnisse auch anderen zugänglich zu machen. In einer neuen Entwicklung für Kindberg öffnete am 24. April ein weiteres Geschäft seine Türen. Rheinis CBD-Oase, geleitet von Reinhard Kindberger, empfängt nun Kunden in der Hauptstraße 39. Wir sind heute in Rheinis CBD-Oase in Kindberg. Herr Reinhard Kindberger, Sie sind hier neu in Kindberg, das Geschäft neu eröffnet. Was gibt es alles? Ich habe Hanfproteine, Tropfen und Sprays für Schlafen, wenn einer nicht einschlafen kann. Ich habe viel gegen Schmerzen. Also Salben, Tropfen für Tiere haben wir Sachen, beruhigende Sachen und Kosmetika, Hanfkosmetika, ja, und Raucherbedarf und zum Anbauen. Die Entscheidung, sich auf CBD-Produkte zu konzentrieren, wurden von Kindbergers persönlicher Erfahrung inspiriert, als er nach einer komplexen Wirbelsäulenoperation nach alternativen Behandlungsmethoden suchte. Es gibt auch Produkte, die schmerzlindernd sind. Genau, da habe ich die Bio-CBD-Salbe mit Hanfwurzelextrakt. Die ist neu, die lindert den Schmerz und beruhigt extrem. Mit der Eröffnung dieses Ladens bietet Kindberger nicht nur Produkte an, sondern schafft auch einen Raum, in dem Kunden mehr über die potenziellen Vorteile von CBD erfahren können. Welche Nebenwirkungen gibt es hier? Wir kennen ja Hanf von anderer Seite her, aber das ist ja für die Gesundheit hauptsächlich. Genau. Also Nebenwirkungen gibt es bei den CBD- und Hanfprodukten keine. Es kann nur passieren, dass wenn man zu viel oder zu viel einnimmt und dann kann man Durchfall bekommen und ja, sonst passiert eigentlich nichts. Was uns natürlich auch interessiert, wo werden diese Produkte hergestellt und wer vertreibt sie neben Ihnen noch? Die Produkte werden hauptsächlich in Steiermark und Burgenland hergestellt und produziert und vertreiben. Ich habe mehr Lieferanten, vertreiben ums Meere. Und ja, ich habe mir gedacht, ich probiere es einmal in Kindberg, ob das da funktioniert. Jetzt schauen wir uns das an. Nachdem die Schokolade immer teurer wird, gibt es auch Produkte, die man beim Fernsehen vernaschen kann. Das war zum Beispiel typisch für Schokolade. Das kann man als Müsli essen oder mit Milch. So dazu knabbern zum Fernsehen und ja, das war die Alternative zur Schokolade. Also da haben wir zum Beispiel Hanfstangen, die sind sehr mit Rind, da gibt es verschiedene Geschmacksrichtungen. Die sind sehr beruhigend, wenn jetzt einer auf Reisen ist mit dem Hund oder was und der Stress hat, dann gibt man einmal Stangen und das wirkt nachher. Diese neue CBD-Oase bereichert die Vielfalt an Angeboten in Kindberg und steht für eine wachsende Anerkennung der Bedeutung von natürlichen Alternativen für Gesundheit und Wohlbefinden. Für alle, die wissen wollen, was politisch im eigenen Bezirk passiert und nicht nur, was in Brüssel diskutiert wird. Für alle, deren Herz beim Feuerwehrfest höher schlägt als bei den Oscars. Für alle, die statt nur informiert zu werden, das eigene Grätzl auch mitgestalten wollen. Aus Liebe zur Region. Meinbezirk.at. Riding down the highway, going to a show.
Liebe Wrestling-Fans und die, die es noch werden wollen, sichert euch jetzt die besten Karten auf Ö-Ticket für die Wrestling-Weltmeisterschaft in Kapfenberg in der Stadthalle am 25.05. nächsten Jahres. Wir sehen uns in der Stadthalle. Yeah! Läuferinnen, Läufer und Nordic Walker aus 161 Unternehmen und 23 Nationen liefen gemeinsam durch die Brucker Innenstadt. Anschließend feierten sie ihren Erfolg bei der legendären Businesslaufparty. Es war das Sportereignis, 16. Mai 2024, 20. Brucker Businesslauf. Über 2000 Teilnehmerinnen, erstmals 5 Kilometer Länge in der schönen und historischen Kornmesserstadt Bruck an der Mur. Ja, das größte Sportevent der Stadt Bruck an der Mur, heute den 20. Businesslauf mit rund 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. 161 Firmen, die größte mit Böhler, mit 205 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, gefolgt vom Bank. Dann, einfach toll. Auch die Organisation ist neu. Genau, ist auf neue Beine gestellt. Company Code veranstaltet es unter Andreas Mauerhofer. Ja, es hat einige Jahre nicht stattgefunden, voriges Jahr wieder, heuer unter neuer Führung. Und ich denke, es wird ganz toll. Das Wetter passt auch, es regnet nicht, weil normal ist es ja heiß, aber das ist ja auch nicht gut für die Läuferinnen und Läufer. Aber ich denke, das wird heute richtig toll. Dann geht es weiter, Party im Zelt, also da geht heute ordentlich was ab. Und ich bin als Bürgermeisterin unendlich stolz, auch vor allem, dass wirklich so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer da sind. Die Stadt wird gerockt von den Läuferinnen und Läufern und es wird die Stimmung eine gute werden und ich bin sehr dankbar. Okay, auch die Politik läuft heute mit, ist das so? Ich laufe nicht mit, aber ich bin als Fan mit dabei beim Businesslauf und ich bin wirklich beeindruckt, was die Stadt Bruck gemeinsam mit Partnern dort zustande gebracht hat. Ich glaube, über 2000 Läuferinnen und Läufer, ein Top-Event, eines der größten Veranstaltungen für unsere Bezirkshauptstadt Bruck. Föstalpine Rail Technology von Leo. Wir machen heute mit, weil wir einfach gerne solche Events mitmachen und die Gelegenheit nutzen wollen, dass wir da im Team mit dabei sind. Ja. Wie sind euch? Wir sind zwei Dreierteams aus Donauwitz. Wir sind von Kapfenberg, wir sind von der Firma Böhler und wir laufen das heute. Sicherlich, 5 Kilometer geht es heute. Ja, ist ein bisschen mehr als wie voriges Jahr, aber sollte im Normalfall kein Problem sein, das werden wir schon machen. Wie sind euch? 4 Teams sind wir, ein reines Damenteam und 3 Herrenteams. Wie habt ihr euch vorbereitet auf das? Ja, jede Woche Training, natürlich. Jeden Dienstag haben wir uns getroffen mit unserem Trainer. Der hat uns trainiert, jetzt schauen wir, ob das was wird. Hallo, wir sind die Firma Breitenfeld, das ist St. Barbara. Wir sind heute am Start mit 36 Leuten, sind top motiviert. Das Wetter könnte ein bisschen schöner sein, aber wir freuen uns und haben Spaß. Ja, haben uns vorbereitet ein bisschen. Ja, wir sind oft laufen gegangen. Was? Wir sind oft laufen gegangen. Ja, wow. Im Bruck da herum und im Fußballverein. Ja, der Lauftreff Allerheiligen. Unser Team, wir sind mit 2 Teams vertreten. Wir wollen einfach dabei sein, einen Spaß haben und naja, ganz vorne mitmischen. Die Energiewende ist super wichtig und wir arbeiten dafür, dass die was wird. Ja, aber die ist heute 5 Kilometer lang. Die Energiewende? Ja. 5 Kilometer lang, ja, wir schaffen das trotzdem. Wir sind zuversichtlich. 5 Kilometer ist nichts für uns. Wir messen normalerweise nicht Kilometer, sondern Megawatt. Also kriegen wir das auch hin.
Fürstaller hat nicht nur das Begleitfahrzeug, Jörg hat dafür auch ein cooles Outfit gewählt. Das Outfit passt, oder? Das Outfit passt, das Wetter passt auch, die Temperatur ist zum Laufen optimal. Ich glaube, das wird eine Bestzeit. Pünktlich um 19 Uhr Start zum 20. Businesslauf über 5 Kilometer. Vor ein paar Tagen auch in Graz die Teamwertung gewonnen. Das wollte man da wiederholen. Wir haben es gut, Gott sei Dank, geschafft. Die Zeit hat, glaube ich, auch gepasst. Die Zuschauer haben sich auch was erlebt. Und das ist eigentlich das Größte, dass man auch die Zuschauer mitnimmt. Und dass eben viel mehr Leute zum Laufen beginnen. In der dritten Rolle ist wirklich richtig gut drauf. Wir haben versucht, von Anfang an weg das Tempo hochzuhalten. Aber natürlich ist der Mario besser drauf zur Zeit. Und er hat es richtig gut gemacht und wir haben natürlich gekämpft für unser Team und wir haben souverän gewonnen. Also, was gibt es Besseres? Da ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ne? Super Teamleistung, ist immer krass mit zwei so schnellen Leuten. Ja, ich habe einfach das gemacht, was ich machen am besten und gut was. Team Benwasch! Come on! Benwasch. Ja.
es war hart. Ich habe mich halt nicht so in bester Form gefühlt, aber ich habe mir gedacht, ich gebe einfach mein Bestes. Und es ist aufgegangen, obwohl es ein sehr harter Kampf war. Es war ein super Erlebnis. Aber auch für danach war gesorgt. Siegerehrung und Partystimmung im Zelt ließ den 20. Businesslauf im Bruck an der Mur stimmungsvoll ausklingen. Sie haben gerade so viele Hände. Gutscheine, Staubsauger habe ich schon gesehen. Unglaublich. Hier gewinnt er das heutige Kreisjahresdorfer. Aus wettertechnischen Gründen wurde die Wanderung abgesagt, aber die Gemeinde St. Barbara und die Windkraft Simonsfeld veranstalteten stattdessen einen gut besuchten Infoabend auf der Brunnalm. Dieser widmete sich den drängenden Themen Energiewende und Klimawandel. Die Gemeinde St. Barbara und die Windkraft Simonsfeld organisierten einen Infoabend zur Energiewende und dem Klimawandel, bei dem Meteorologe und Klimabotschafter Markus Watzak mit spannenden Fakten und klaren Botschaften das Publikum beeindruckte. Ja, wir suchen hier in der Steiermark weitere Orte, die sich gut anbieten für Errichtung von Windkraftanlagen. Windkraft ist wichtig im Kampf gegen den Klimawandel. Windkraftanlagen sind auch lokal gut, weil ich hier unabhängig von fossilen Energieträgern meinen eigenen Strom erzeugen kann. Und wir sehen sie auch heute. Hier passiert viel Wetter, hier gibt es auch viel Wind. Also die Obersteiermark ist prädestiniert für den Ausbau von Windkraft. Wir müssen raus aus dem Verbrennen von fossilen Energieträgern. Das heißt raus aus Kohle, Erdgas und Öl. So, aber wir brauchen Energie und wenn diese Faktoren wegfallen, brauchen wir andere Energie. Mit Wasserkraft sind wir in Österreich schon sehr gut unterwegs. Sonne und Wind müssen wir ausbauen. Zum einen, weil sie uns unabhängig machen und zum anderen, weil Sonne und Windkraft vor allem die günstigsten Energieformen sind, die wir derzeit haben. Und wir haben es in den letzten Jahren gemerkt, Energie kann auf einmal sehr teuer werden, wenn wir abhängig sind von fossilen Energieträgern. Da werden wir rausgehen und hin zu Erneuerbaren und das ist die Windkraft natürlich auf alle Fälle. Klimaschutzlandesrätin Ursula Lackner und Bürgermeister Jochen Janze betonten die Bedeutung von gemeinsamen Anstrengungen und lokalen Initiativen im Kampf gegen die Klimakrise. Ja, Tatsache ist, dass der Klimawandel auch bei uns angekommen ist. Wir sind keine Insel der Seligen in der Steiermark und wir bekommen nicht nur Fernsehbilder in die Wohnzimmer geliefert, sondern es ist so, dass wir selber auch Starkwetterereignisse haben, so wie voriges Jahr. Und die machen uns ganz schmerzlich bewusst, dass der Klimawandel ein Thema ist. Und mir in der Politik geht es darum, keine Showpolitik zu machen, keine Kampagnen, sondern Schritt für Schritt die Dinge anzugehen und abzuarbeiten. Am Beispiel der Zonierungen. Wir haben seit Jahren in der Steiermark eine Zonierung für die Windkraftanlagen in der Steiermark. Und wir sind auch deswegen eigentlich ein sehr erfolgreiches Bundesland, als alpines Bundesland führend, dass wir die Windkraft in einem großen Ausmaß auch ausnutzen. Wir haben die Zonierung gemacht für die Freiflächen, Photovoltaik. Wir haben gesagt, wo wir uns das vorstellen können in der Steiermark. Aber damit sagen wir auch, was geschützt ist, also wo wir es uns gar nicht vorstellen können. Und das heißt, wir definieren das Nützen, aber auch den Schutz für die Natur, der ja logischerweise auch sehr wichtig ist. Wir haben ein Baugesetz, das jedes neue Gebäude zu einem Sonnenkraftwerk macht. Und beispielsweise sind wir auch im Heizungstausch in der Steiermark sehr, sehr gut unterwegs. Und das sind alles Maßnahmen, die gut sind gegen den Klimawandel und gut für den Klimaschutz. Also wir haben heute auf der Brunnalm den Vortrag von Markus Watzak über den Klimaschutz, über den Umweltschutz. Wir stellen natürlich die Location zur Verfügung. Simonsfeld schaut, dass der Markus Watzak da ist, die Frau Umweltlandesrätin ist auch mit dabei, dass das Zeichen einfach größer ist, dass wir den Klimaschutz brauchen. Und St. Barbara kümmert sich natürlich auch um den Klimaschutz und den Umweltschutz auch mit dabei. Bei uns laufen viele, viele Projekte von klein bis groß. Klar fangen wir jetzt an mit Mehrwegbecher für die Veranstaltungen bis groß, dass wir Windräder unterstützen, dass unsere größten Arbeitgeber mit der grünen Energie zur Verfügung stehen haben.
Der Abend auf der Brunnalm bot nicht nur wertvolle Informationen, sondern auch Gelegenheit zum Austausch zwischen Bürger und Bürgerinnen, Politik und Industrie. Also wir betreiben in Breitenfeld einen Elektrolichtbogenofen, der verbraucht relativ viel Strom. Deswegen hätten wir dann gern, wenn der Windpark zustande kommt, den Strom aus den Windrädern, den grünen Strom. Und wir produzieren natürlich auch sehr viel Wärme und diese Abwärme werden wir dann mit einem Nahwärmekraftwerk eigentlich haben wir da einen Vertrag abgeschlossen und der wird dann an die Nahwärme geliefert und somit werden dann einige Haushalte und die Gemeindegebäude geheizt. Markus Winter von Windkraft Simonsfeld hebt die Wichtigkeit der Kooperation aller Beteiligten hervor, um die Energiewende erfolgreich zu gestalten. Warum machen wir das auf der Brunnalm? Ja, weil wir da einen Windpark planen, hier in der Gemeinde, auf dem Schwarzkugel. Und so wollen wir heute ein bisschen Information mitgeben an die Bevölkerung zum Thema Klimawandel und haben einen hochkarätigen Redner mit dem Markus Watzek, den man von Film und Fernsehen ganz gut kennt, somit einen Fachexperten zum Thema Klima. Der Abend endete mit der klaren Erkenntnis, dass gemeinsames Handeln und Engagement aller Beteiligten entscheidend für den erfolgreichen Klimaschutz und die Energiewende sind. Peter Cornelius und Bent. Am Montag, den 29. Juli 2024 um 20 Uhr im Veranstaltungszentrum in Krieglach. Erleben Sie die Originalstars der 90er live in der Stadthalle Kapfenberg. Tauchen Sie ein in eine fünfstündige Tanzparty voller nostalgischer Hits und unvergesslicher Live-Acts. Am Freitag, dem 31. Mai 2024 ab 19.30 Uhr hier. Sichern Sie sich jetzt Ihre Vorverkaufskarten. Catch Wrestling Weltmeisterschaft in der Kapfenberger Stadthalle. Am Samstag, den 25. Mai 2024. Beginn ist um 19.30 Uhr. Sei auch du dabei. Bei den Stadtwerken Kapfenberg gehörst auch du zu den Helden der Zukunft. Wohin die Wege uns auch führen. Unsere Natur verbindet uns und lässt uns erkennen, was im Leben wirklich zählt. Und das ist gut, besser, gösser. Um das Wertvollste zu bewahren, nachhaltig gebraut. Am vergangenen Wochenende trafen die Fußballteams aus Krieglach und Stanz in einem spannenden Match aufeinander. Beide Mannschaften zeigten großen Einsatz und beeindruckten die Zuschauer mit ihrem leidenschaftlichen Spiel. In der Unterliga Nordargitz sind die 23. Spielrunde und da trifft der Ecrotus Krieglach als Tabellendritter auf den 12. auf Stanz. Wird sicher eine heiße Partie heute. Wie heiß? Ein Derby hat eigene Gesetze. Guter Besuch trotz miesem Wetter, da in Krieglach beim Unterliga Nord A Derby da zwischen Krieglach und der Stanz. Und der Schiedsrichter heute, Roland Gierer und an der Linie Martin Lödl von der Staffel 1. Und den Matchball sponsert Claudia Butz vom Spitzwirt Mitterdorf. Ja, und im Hause Budel gab's Nachwuchs mit dem kleinen Matteo. Alles Gute. Krieglach in Schwarz spielen gleich mit dem ersten Angriffsversuch. Aber die Stanzer, die können da klären. Edelmeier holt der Krieglach-Freistoß raus. Rausholen kann man da nichts.
dann die große Elmeier-Chance dafür Kriegach. Elmeier vergibt, den muss er machen. Kriegach macht Druck, die Führung soll her. Und wieder ein Hochkaräter für die Leonhardsberger Truppe. Aber beim Schausen verwerten, da eckt's ein bisschen heute. Stand's da sicher nicht zimperlich. Und Kriegach vergibt da wieder eine hundertprozentige. Und dann kommt's, wie so oft ist im Fußball, Stanz geht da überraschend mit 1:0 in Führung und die Entstehung des Treffers aus einem Freistoß raus. Der Torschütze Alexander Ebner und die Freude groß. Und da könnte Stanz nachlegen. Budl pariert da. Ein Stanzkonter über Manuel Meierhofer. Meierhofer macht das selbst, schließt ab zu 2:0 für die Stanzer. Ein schöner Auftakt, tolles Tor. Wieder Stanz, diesmal über links, tolle Reingabe da auf Meierhofer. Und der Meierhofer, der macht das 3:0 für die Schöckeltruppe. Was für ein Auftakt, tolles Tor. Und mit dem 3:0 für Stanz geht's auch in die Pause. Man hat da die Kriegacher kalt erwischt in der ersten Halbzeit. Wusstest du, dass Hunde nicht lesen können? Okay, das kann man sich ja fast denken. Aber wusstest du, dass die Stadtwerke Kapfenberg GmbH eine der günstigsten Tankstellen in der Region betreibt? Falls nein, jetzt weißt du's. Da habe ich einen netten jungen Burschen vor mir, einen echten Fußballexperten. Hast du Lust auf einen Treibstoffgutschein der Stadtwerke Kapfenberg? Sehr gerne, nein. Bitteschön, ja. Und ich habe leichte Fragen für dich. Das obere Mürztal hat immer gute Kicker ausgebracht in der Vergangenheit. Soll mal bitte 5-6 auf. Fußball haben wir sehr gute gehabt eigentlich, wenn ich auf dem Rußkurtl, Loreker Sigi, Hofmeister Karl, Dissauer Erwin. Also ohne Ende gibt es da noch Russ-Heinz, Straßberger Hannes, Binic, Klaus, Pfeffer. Also es gibt ohne Ende noch Fußballer, da ist was Fußballer richtig geworden auf Deutsch gesagt irgendwo. Und die, was erreicht haben auch irgendwo. Ja, und du hast das super beantwortet und hast damit den Gutschein gewonnen. Ja, danke schön, sehr nett, freue mich drüber. Danke. Auf geht's in die zweite Spielhälfte. Kriegach muss nun zurückschlagen, muss sich was einfallen lassen. Kepe Silhada, die Nummer 5 bei den Stanzern, spielt eine gute Partie, kommt aus Spanien. Stanz da über Kepe, über Silha, super Reingabe da in die Mitte und das bringt das 4:0 für die Stanzer. Meierhofer hat da wieder getroffen und das dritte Tor heute für Meierhofer. Kriegach holt da einen Treffer auf, der neue Spielstand 1:4, der Torschütze Markus Kallon. Ja, und da wollte man den Pfiff, aber das war zu wenig. Ja.
Weiter geht's mit Kriegach und mit einem Edelmeier-Tor. Spielstand 2:4 aus Kriegacher Sicht. Bange Minuten gibt's da für die Gäste. Aus der Stanz und zwar aus dem Spiel mit Nummer 4. Weiter geht's mit einem Penalty für die Krieglacher. Gelb gibt's da auch für Stanz. Butz tritt da an und verkürzt auf 3:4. Was für ein Spiel. Der Krieglach-Rückzieher da schaut gut aus, aber ist zu schwach ausgefallen. Und Stanz gelingt da noch ein Treffer zum 5:3. Gösselbauer, der Stanzer Torschütze, in Minute 90. Ja, und die Fans, die kommen heute auf ihre Rechnung. Ja, wir sind in der Endphase und die Endphase hat es in sich. Ja, und da rettet das Holz für die Gäste. Hektik kommt auch noch auf, aber alles nicht so schlimm, alles im Rahmen. Schweiger verkürzt da noch zum 4:5 für die Krieglacher, aber das war's auch schon. Stanz gelingt da in Krieglach mit diesem 5:4 ein toller Auswärtssieg. Und 9 Tore in einem Derby sieht man auch nicht alle Tage. Wir stimmen zum Match. Ja, was sagt der Krieglach-Trainer zu dieser Niederlage, zu diesem spannenden Spiel mit dem schlechten Ende? Ja, erstens einmal Gratulation an die Stanz zu den 3 Punkten da bei uns in Krieglach. Zum Zweiten war das ein sehr, sehr verrücktes Spiel und so kurz nach so einem Spiel, das jetzt vernünftig und ohne Emotionen zu analysieren, ist nicht einfach, aber ich will es versuchen. Wir haben eigentlich gut in das Spiel gestartet, haben 3-4 hochkarätige Torchancen vorgefunden, die wir nicht genutzt haben und sind an der Stanz dreimal in Konter gelaufen. Eine Standardsituation war dabei und plötzlich steht es in der Halbzeit 0:3 in einem Spiel, das ich glaubt hätte, dass wir in Führung gehen können. Ja, und das war ja in den letzten Minuten noch einiges an Bewegung drinnen und man wollte ja unbedingt den Ausgleich noch machen. Ob uns der Ausgleich noch gelungen wäre oder nicht, ist mir in Wahrheit eigentlich wirklich egal. Ich bin trotz des Ergebnisses wahnsinnig stolz auf meine Mannschaft, was sie die in der Halbzeit vorgenommen haben und zweite Halbzeit am Platz gebracht haben und geleistet haben. Hätte ich einen Hut auf, hätte ich den Obernehmer von meiner Mannschaft heute. Und die Jungs sind heute natürlich wahnsinnig traurig, aber sie brauchen nicht traurig sein, weil was die zweite Halbzeit geleistet haben, war sensationell. Ja, der Didi Schöckl ist natürlich heute hoch erfreut. Da hat man einen Sieg eingefahren, mit dem hat man gar nicht gerechnet. Und so viele Tore hat es heute gegeben. Ja, wir sind ja bekannt für torreiche Spiele, würde ich sagen. Aber wir haben nicht gerechnet, aber wir haben alles dafür getan, dass wir heute was mitnehmen. Das war unser oberstes Ziel. Ganz ehrlich gesagt, wir wären auch mit einem Punkt sehr, sehr zufrieden gewesen. Aber das ist natürlich umso schöner. Du hast ja auch ein großes Verletzungspech gehabt, viel Langzeitverletzte, aber jetzt sind die Spieler wieder etliche zurückgekommen und das geht wieder ordentlich nach vor. Ja, es ist so, man hat es jetzt die letzten Wochen schon gesehen, auch wenn jetzt vor 5-6 Wochen die Ergebnisse noch nicht gepasst haben, aber es war von der Leistung her schon absolut okay und jetzt die letzten 3 Spiele, da hat man jetzt gesehen, die Mannschaft wächst wieder zusammen, die verletzten Spieler sind wieder reingekommen, einen haben wir noch, hoffe ich, dass er auch noch zurückkommt im Herbst, ja, in Russi, unseren Kapitän. Und wie gesagt, jetzt haben wir eine super Partie und jetzt geht's weiter. Geil einfach. Und mit dem Sieg sind die Pfingstfeiertage gerettet? Ja, mehr als wir gerettet, ja. Das kann man so sagen. Es wird eine Riesenfeier für die Burschen. Freut mich ferner.
trägst deine Superheldin in dir. Deine Einzigartigkeit ist deine Superkraft. Wenn dir wer sagt, du kannst das nicht, bin ich hier und glaub an dich. Wenn einer sagt, du wärst zu schwach dafür, bin ich hier und stärke dich. Wenn dir wer sagt, das kann doch nur ein Mann, bin ich hier und sag du auch. Tu, was du willst und glaub daran, mit Heldenmut im Bauch. Sag, du wärst nicht hübsch, bin ich hier und lasse dich strahlen. Weil du eine echte Schönheit bist, wenn du lachst, werden Herzen warm. Wenn man hört sagen, dass du scheitern wirst, bin ich hier und fang mich auf. Weil selbst der größte Traum erreichbar ist, wenn du an dich selber glaubst. Denn Helden können die Welt bewegen. Spür die Kraft, sie ist in dir. Sei die Heldin für dein Leben. Trau dich und sei eine Superheldin. Superheldin, komm, lass sie raus. Deine Superheldin, Superheldin. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Wochenmagazins Panorama angelangt. Herzliches Dankeschön fürs Einschalten und danke an die Firma Kettenpflicht für die Ausstattung meines heutigen eleganten Schmuckes, der wie immer ein Hingucker ist. Das MEMA TV-Team wünscht Ihnen noch eine angenehme und schöne Woche.